So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Klingel in verschiedenen Matches bei einem Haus, in dem ein Gegner ist. Was bedeutet das Ganze? Wir müssen definitiv drei Runden spielen, weil da steht ja in verschiedenen Matches. Also, das Ganze mache ich aber jetzt nicht in Gruppenkeile, sondern im Solo-Modus. Warum im Solo-Modus? Ganz einfach, wir müssen jetzt einfach zum Beispiel in Pleasant Park oder halt in kleine Risky, nee, nicht Risky Wheels, sondern Salty Springs oder so, wo ganz normale Häuser sind, wo aber halt auch eine Klingel davor ist. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal ausprobieren, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und dann schauen wir einfach mal. So, die, die es noch nicht mitbekommen haben, durch die anderen Aufgaben. Wir haben derzeit eine Skin-Verlosung laufen. Einfach mal eine Videobeschreibung abchecken, das Video sich angucken und eventuell mitmachen bei der Skin-Verlosung. Wie gesagt, es geht um einen legendären Skin. Macht doch einfach mit, kostet euch nichts. Und wie gesagt, wenn ich euch mit hier im Video schon helfen konnte oder mit anderen Videos von mir, lasst doch gerne ein Like auf das Video da und natürlich gerne ein Abo. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, denn ich würde schon fast behaupten, ich bin einer der wenigen, die wirklich jede Aufgabe hochlädt. Bis jetzt haben wir, glaube ich, noch keinen gefunden, der wirklich alle Aufgaben konstant hochlädt. Wieso habe ich hier noch die andere Pickaxe? Ich habe extra die lila ausgesucht. Also, hier seht ihr den neuen Skin, beziehungsweise nicht den neuen Skin, sondern halt das nicht Layout, sondern, wer kann es mir verraten? Schreibt es in die Kommentare. So, Retail Row hat definitiv auch Häuser mit Klingeln. Dann probieren wir da jetzt unser Glück. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, Kills zu machen, sondern wirklich nur an der Haustür zu klingeln. Ich glaube, das geht hier auch nur an den vier Häusern, genau da, wo ich jetzt auch hinfliege. Oh Gott, ich hoffe, da ist eine Klingel. Hier bin ich mir nämlich gerade nicht sicher an dem Haus. Nee, ich sehe den. Doch, da ist eine. Komm, lande auf dem Dach, lande auf dem Dach. Hallo, hör doch mal auf zu lecken. Lol, habt ihr das gesehen? Warum hat das jetzt nicht geklingelt? Wollen die mich hier trollen? So. Das hat ja wieder super geklappt. Aber so in etwa sollte das Ganze aussehen. Aber ich glaube, er wusste schon, was wir vorhaben. Denn ich glaube, er war noch gar nicht im Haus drin. Aber wir werden das Ganze natürlich wieder probieren. Aber ihr habt schon gesehen, so im groben Ganzen soll das halt aussehen. Der Gegner ist im Haus und ihr klingelt einfach an der Klingel. Und so ist das halt nur bei diesen normalen Häusern. Also in den großen Häusern ist das Ganze nicht zu finden. Ihr müsst halt wirklich die kleinen Häuser finden. Wir probieren direkt mal, vielleicht finden wir jetzt direkt auch eine andere Stadt. Müssen wir halt einfach mal gucken. Und wie findet ihr den Skin so? Also ich finde ihn eigentlich so ganz okay. Also ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Aber natürlich, der 8-Ball-Skin muss auch noch gemacht werden. Wir haben jetzt gerade 22:15 Uhr. Ich glaube, die Nacht wird für mich entweder sehr kurz oder ich werde überhaupt nicht schlafen. Aber das werden wir einfach mal herausfinden, weil in Anführungszeichen in 4,5 Stunden klingelt schon wieder mein Wecker. Und ich habe geguckt, ich glaube, ich muss noch 9 Videos machen. Also das wird sogar knapp, überhaupt alles zu schaffen. So, wo landen wir denn jetzt? Jetzt machen wir das Ganze in Pleasant Park. So, warte, jetzt muss ich selber nochmal überlegen. Ich weiß gerade nicht, ob das Haus nimmt. Doch, die haben, ich meine, hier die Häuser und die Häuser haben alle eine Klingel. Also Pleasant Park persönlich wäre sowieso mein Hauptfavorit gewesen, was diese Aufgabe betrifft. So. Wir gehen auch direkt raus. Es ist halt Glück, ob ein Gegner halt wirklich da auch im Haus ist. Aber normalerweise müsste das schon zählen, wenn, ja, ich weiß nicht, ob es zählt, wenn er auf dem Dach steht. Es könnte nämlich sein, dass das noch nicht zählt, weil er soll ja wirklich im Haus sein. Aber wir probieren es jetzt einfach nochmal aus. Gehen sowieso ziemlich viele runter. Jetzt hoffe ich halt nur, dass keiner auf die Idee kommt wie der eben. Der war nämlich der 9-mal Kluge. Der wusste schon genau, was ich vorhabe und ist erst gar nicht. Da ist die Klingel, ihr seht den weißen Punkt.
Aha, das hat schon mal funktioniert. So, jetzt gucken wir gerade mal, ob das hier eine Klingel auch funktioniert. Ah, seht ihr, der hat keine Klingel. So, aber ich will hier die Runde auch gar nicht weit spielen. Wir probieren das Ganze nämlich jetzt einfach noch einmal. Und genau so müsst ihr es halt machen. Ihr müsst warten, bis der anscheinend im Dach drin ist und dann auf die Klingel drücken. Und ihr habt gesehen, das zweite Haus zum Beispiel hatte keine Klingel. Also Pleasant Park, das linke Haus. Müssen wir uns einfach mal merken. Also wir haben jetzt Pleasant Park und Pleasant. Ne, Pleasant Park und was ist das andere gewesen? Risky. So, gucken wir einfach mal. Ich meine, die Aufgabe ist eigentlich auch bescheuert. Das ist eine typische Runde zum Sterben. Einfach hinfliegen, klingeln, sterben. Weil ohne Quatsch, wer klingelt denn schon? Oder habt ihr es wirklich mal gemacht, außer wo es gerade ganz neu im Spiel war? Also ich persönlich nicht. Da habe ich andere Probleme, als unten an der Tür zu klingeln. Ganz ehrlich. So, jetzt hoffe ich halt wirklich, dass es nochmal funktioniert. Ach, Ladebildschirm. Ach, Pickaxe, die Pickaxe ist anscheinend noch ein bisschen verbuggt. Also die funktioniert anscheinend noch nicht. Weil ich habe die Farbe definitiv geändert. Gucken, läuft hier sonst schon einer so rum. Lol, hab ich jetzt zwischen den durchgeschossen. Headshot. So, Retail Roll. Gucken, ob es ein Holly auch geht. So, wir gehen direkt raus. Da nehme ich, glaube ich, hier das gelbe Haus. Oder doch das? Wie gesagt, hier in der Mitte ist keine Klingel, definitiv nicht. Das Problem ist, man sieht das halt auch erst verdammt spät. Das Haus hat, glaube ich, auch keine Klingel. Ach, ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Ah, das hat definitiv eine Klingel, das sieht man im weißen Punkt. Zack, hat gezählt. Nice. So, wir können direkt wieder rausgehen aus der Runde, weil wir wollen halt wirklich nur die Klingel machen. Und denkt dran, wenn ich euch damit schon helfen konnte, wie ich das jetzt mache, gern ein Like da lassen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Falls du noch mehr Tipps haben willst, auch gern ein Abo. So, dann gucken wir, ob wir das jetzt nochmal hinkriegen. Dann wäre die Aufgabe nämlich schon geschafft. Das würde mir auch sehr gefallen. Ich dachte eigentlich, die Aufgabe wäre ein bisschen nerviger, aber im Prinzip jeder landet auf dem Dach, geht durchs Dach rein, weil er immer zu 99% eine Kiste ist. Also von daher, so schwer ist die Aufgabe eigentlich nicht. Aber man soll es halt wirklich im Solo-Modus machen. Ansonsten könnte es ein bisschen schwierig werden. Und halt, wie gesagt, in der ersten großen Stadt landen. Und halt ein bisschen direkt gucken, wo die Haustür ist und gucken, ob da eine Klingel ist. Weil dann kann man eventuell in letzter Sekunde noch die Kurve kratzen und doch woanders hinfliegen. So, hier sieht die ganze Geschichte jetzt ein bisschen anders aus. Lazy Lake hat, glaube ich, nur hier vorne die normalen Häuser. Ich glaube, ich probiere es da. Aber die haben halt nur da die zwei Häuser. Die anderen, glaube ich, haben keine Klingel. Hier bei dem Haus bin ich mir nicht sicher, aber die zwei müssten eigentlich auf jeden Fall ein Haus davon. Misty würde ich jetzt gar nicht probieren. Misty, glaube ich, hat keine. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so vom Bauchgefühl her würde ich sagen, da sind keine Klingeln. Frag mich nicht warum, aber irgendwie glaube ich, da sind keine. So, jetzt hoffe ich echt, dass hier welche landen, ey. Sieht schon nach wenig aus. Ist eine Klingel. Ja, da ist eine. Mal kurz warten.
schon mal keiner drin. Hier einer drin. Klappt die Klingel jetzt nicht oder was? Also hier klappt es nicht, weil halt kein Gegner da ist. Das kann euch halt auch passieren, aber ihr habt ja jetzt gesehen, wie das Ganze funktionieren kann. Wie gesagt, gerne Like da lassen, Abo da lassen und in dem Sinne, ich versuche es jetzt gleich direkt nochmal und haut rein.